Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen und ein herzliches Willkommen zu unserem heutigen Hupfer-Webinar. Ja, das freut mich sehr, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt, zu Hause an euren Empfangsgeräten. Und ich bin sehr sicher, dass wir auch heute wieder ein sehr, sehr spannendes Thema vorbereitet haben für euch. Und zwar möchten wir heute sprechen über das Thema Einhaltung der Kühlkette in der Gemeinschaftsverpflegung. Und hier speziell mal der Bereich Krankenhäuser, Kliniken, wo es darum geht, portionierte Kaltspeisen wie Salate, Dessert, bestimmte Vorspeisen etc. zur Ausgabe kühl zu halten, kalt zu lagern, eventuell auch zu transportieren und dann später auszugeben, zum Beispiel an einem Speisenverteilband. Das heißt, in dieser Phase ist es ja wichtig, wo die Speisen gehandelt werden, dass dort auch die Kühlkette aufrechterhalten wird. Nun gibt es dazu ja verschiedene Ansätze und Möglichkeiten, je nachdem, wie man in seiner Küche ausgestattet ist. Ganz klassisch, gehen wir mal, hätte man das Wort früher gesagt, ist man ja hingegangen, ich greife mir hier so nach rechts rüber, hat man jetzt die Aufgabe, ich muss heute zum Beispiel 300 Pudding abfüllen. Ja, da nehme ich mir meinen Regalwagen, meinen Hordenwagen, den ich so habe, nehme Tabletts, nehme entsprechende Schälchen, welche auch immer ihr dann gerade habt, fülle das Ganze ab. Ja, im Bereich der Vorbereitung in der Küche, dann kommt es schnellstmöglich wieder ins Kühlhaus zurück und bleibt dort so lange, bis ich es später brauche und hole es dann aus dem Kühlhaus wieder raus, um es dann wieder an den Ort der Verwendung zu stellen, um dort die Speisen auszugeben. Hat natürlich mehrere Nachteile. Zum einen habt ihr gemerkt, ich bin die ganze Zeit mit meinen Produkten eigentlich viel unterwegs und selten direkt in der Kühlung. Zum zweiten, solche Wagen von ihrer Stellfläche her müssen ja auch im Kühlhaus ihren Platz haben. Das heißt, das Kühlhaus muss es hergeben von den Platzverhältnissen, gerade in alten Häusern. Und B, wenn ich jetzt neu plane, müsste ich ja mein Kühlhaus künstlich größer planen, um solche Wagen überall reinzukriegen, wenn ich das so machen sollte. Eine Variante. Schieben wir es mal wieder aus dem Sinne raus, weil das eigentlich nicht das ist, was wir uns heute betrachten wollen. Zweite Möglichkeit, ihr habt nicht so eine große Speisenvielfalt, habt ein Tagesdessert, ein Tagessalat, also zwei Sorten und sagt, okay, ich brauche Menge, ich will es aber schön kühl lagern. Da bieten sich so Stapelgeräte an, sogenannte Kühlstapler, die wir auch bei uns im Hause seit vielen Jahren im Programm führen, haben sich toll bewährt und sind für diese Einsatzzwecke auch prima. Portioniere ich direkt meine Speisen, wie gerade genannt, in ein gekühltes Stapelgerät hinein, immer in Körbe. Jedes Mal, wenn der Korb voll ist, kommt der nächste drauf und dann habe ich dort viele hundert Schälchen in meinem Kühlstapler. Aber immer nur eine Sorte, weil ich kann da nicht unterschiedlich rausgreifen. Logisch, ne? Heute aber wollen wir den Bogen schlagen zu der Lösung, die das Ganze vereint und verbessert. Das heißt einerseits Vielfalt, andererseits aber auch das Ganze in einer gekühlten Umgebung. Und dazu möchte ich euch ein Gerät heute vorspielen, was wir bei uns weiterentwickelt haben. Es gab es schon in der Form, aber diese Entwicklung ist, kann man sagen, ein cool Multimobil 2.0, ja, wenn man es mal so sagen darf. Hier steht es neben mir, ganz stolz, kann ich hier drauf verweisen. So sieht das Teil aus. Und cool Multimobil besteht aus diesen drei Worten, die da sagen, cool für kühlen, multi für multifunktional in seinem Einsatzzwecke. Das heißt, das werden wir gleich sehen, auch wenn wir mal reinschauen. Wir haben natürlich schon mal ein bisschen was dort vorbereitet. Sehen wir, was man alles machen kann. Und mobil heißt, ich bin mobil. Ja? Ich bin auf Rollen unterwegs. Ich kann das Gerät dahin schieben, wo ich will. Ich brauche zum Kühlen lediglich eine Schokosteckdose, 240 Volt und fertig ist die Laube. Ja, jetzt ist das Gerät ja neu entstanden. Und bei uns im Hause ist bei der Entstehung und Weiterentwicklung von solchen Produkten immer ein Hand in Hand ganz wichtig. Das heißt, einerseits sind die Entwickler da, die Techniker, die wissen, wie das Ganze funktionieren muss. Aber wir haben natürlich auch die Köche, die Anwendungsberater, wie sie bei uns auch heißen. Und da haben wir aus unserem Team, der Anwendungsberater, heute einen lieben Kollegen mit dabei. Lukas, ich hole dich mal hier aus dem Bild herein. Darf ich vorstellen, ist der Lukas auch schon seit einiger Zeit bei uns im Hause und im Team der Anwendungsberatung einer der Lustigen. Ja? Und Lukas, du kannst uns ja mal vielleicht ein bisschen davon erzählen. Es ist ja wichtig für uns Anwender, dass man mit so einem Gerät ja auch vernünftig arbeiten kann. Wir sind sozusagen der Anwalt unserer Kunden bei uns hier im Hause. Was waren so deine wichtigen Punkte, auf die du Wert gelegt hast, was alles geändert wurde, was verbessert wurde in Zusammenarbeit mit der technischen Entwicklung? Ja, Thomas, mit der Entwicklung zusammen hat das Gerät noch ein paar neue Features gekriegt, die auf jeden Fall die Küche zu schätzen lernen wird. Mhm. Wir haben dabei angefangen, hier ein doppeltes Holo. Sprich, wir können eine Seite nach der anderen öffnen, wir können eine geschlossen lassen, wenn wir am Band stehen, wir können sie aber auch beide öffnen, wir können entsprechende Vielfalt halt unterbringen. Vielleicht auch je nachdem, wie viel man gerade mal hat, vielleicht hat man nicht immer eine volle Bestückung, genau, und muss nicht gleich das Ganze öffnen. Ist das auch sicherlich ein wichtiger Grund gewesen dabei? Ja, man spart natürlich auch Energie immer, auch wenn dieses Gerät an für sich schon sehr energieeffizient ist, spart man dadurch natürlich noch mehr Energie. Korrekt. Aber man kann natürlich auch mal sagen, ich mache hier hinten erst
die Desserts und Nachspeisen für die zweite Schicht, hier vorne für die erste Schicht. Ne? Ja, ja. Ich kann aber auch beide öffnen und habe dann eben entsprechend 26 Einschiebe, sprich über 400 kleine Schälchen, die ich da unterkriegen kann, um meinen Patienten die maximale Vielfalt zu bieten. Wenn du jetzt von Öffnen sprichst, würde mich ja interessieren. Genau. Dann lass uns doch mal einen Blick reinwerfen. Aber ich sehe schon, da habt ihr fleißig gearbeitet bei euch in der Abteilung. Genau, wie man sieht, haben wir schon munter durchgemischt. Ja. Also wir haben die unterschiedlichsten PN-Schälchen, wir haben auch Joghurts drin, das ist alles möglich. Wir können hier unten... mal einen Blick werfen? Ja, sehr gerne. Gemacht haben. Was haben wir denn hier? Ah, das sieht sehr nach genau. Sushi aus. Ne? Das ist ein schönes Angebot vielleicht für einen Privatpatienten jetzt irgendwo im Krankenhaus. Als schöner Zusatz oder auch als Hauptspeise. Haben wir können hier der Klassiker, Tomate Mozzarella. Wunderschön, man sieht auch, wie hier das Basilikumblättchen. Genau, wir können schöne Beilagen, wir können alles akkurat reinstapeln, nichts verwackelt. Was ich hier sehe ganz gut, ist auch diese unterschiedlichen Schälchen. Wir haben ja hier diese Größe gehabt, dann hier die kleineren und das ist ja ganz was anderes. Was haben wir hier Schönes drauf? Ah. Genau, hier haben wir nochmal Fischplatten für vielleicht abends für die Patienten als Beilage zum Brot dabei. Hier oben hätten wir noch einen schönen Nachtisch, Obstsalat. Ja. Also man kann dem Patienten viel mehr bieten in einer Top-Qualität. Man fährt nicht, wie vorher gesehen, schon mal mit dem ganzen Stapel erst, bis man überhaupt alles da drin hat. Man fängt ja irgendwo an zu portionieren und man kann ab dem ersten Tablett schon kühlen. Lukas, das ist ja so, wir beobachten das auch. Ich darf das auch an den Zuhörern mal sagen und Zuschauern. Manchmal gibt es so Trends jetzt auch in den Küchen, gerade wenn es warm ist im Sommer, dass man Bedenken hat, die Kühlkette aufrechtzuhalten. Und dann greift man gerne auch schon mal zu nicht kühlpflichtigen Lebensmitteln. Es gibt ja diese tollen Köstlichkeiten irgendwo im Großhandel von Joghurts, die nicht kühlpflichtig sind. Ich glaube, wir beide wollen gar nicht so genau wissen, was da drin ist, damit das so geht. Und ich glaube, wer Wert auf Qualität legt, der muss auch so ein Gerät haben, der braucht ganz damit klar er die Qualität aufrechterhalten kann. Genau. Hier kann ich halt wirklich einen riesen Vorteil ab dem ersten Tablett. Ich kann es portionieren, drehe mich um, stelle es rein und sofort wird es kalt gehalten. Hier eben auch durch unsere Schleierkühlung. Ne, ja. Man sieht es, hier oben wird die Luft ausgeblasen, hier unten angesaugt. Schon, Die Luftführung geht hier rein, das heißt, ich kann das Gerät offen stehen lassen. Wir sehen hier, das Gerät ist beleuchtet. Die Beleuchtung ist extra für schöne Produkte ausgelegt. Lukas, wenn ich kurz fragen darf, das Gerät ist offen. Das ist ja auch der Haupteinsatz jetzt an so einer Verteilung. Da läuft das Speisenverteilband eine Stunde, anderthalb. Gibt es da irgendwie, hast du da Grenzen gesetzt für dich, dass der kann den ganzen Tag offen sein? Oder wo siehst du eine Stunde, zwei Stunden, fünf Stunden, was ist da das, was man so machen sollte? Also 2 bis 3 Stunden ist gar kein Problem. Ja. Den können wir damit durchaus offen lassen. Wir haben deswegen auch den Mehrnutzen, dieses Gerät. Wir können das wunderbar am Band offen stehen lassen, können ganz ergonomisch rechts, links, oben, unten reingreifen, viel Vielfalt. Können das Gerät aber auch nachmittags nehmen oder jetzt Corona-Zeiten. Kantinen nicht mehr ganz ausgelastet, Krankenhäuser. Wir können das Gerät nutzen für To-Go-Waren, stellen es mit vorne in die Cafeteria, Kantinen. Ich habe gerade auch gestern so ein Gespräch geführt. Das Band ist ja dann irgendwann, das Abendband, so gegen 2:30 beendet. Und dann ist es 15 Uhr, liebe Zuschauer, und das Gerät steht in der Küche und tut nichts mehr. Also sogenannte EDA-Kosten, das Gerät ist ja EDA. Also was könnte man noch machen? Da gibt es ja viele Bereiche wie Konferenzräume. Was könnte man denen dort anbieten, jetzt wenn die da ihre Tagungen haben, ihre Meetings, ihre Kaffeepausen? Ja, man kann wunderbar kleine Gläschen mit reinstellen. Wir können hier auch wunderbar Getränke reinstellen. Ja. Wir können Salate. Ja. Wir können quasi das ganze Buffet wunderbar hier drin kalt halten. Wir haben nicht irgendwo einen Tisch, wo es schon wieder grenzwertig wird im Sommer. Ist es noch kalt? Und mit dem Thema jetzt aktuell, to go, alles hygienisch sauber verpackt. Ja. Also eigentlich auch kein Problem im Bereich der Selbstbedienung, wenn dort 10 Leute ein Meeting haben, jeder nimmt sich sein Produkt dort raus. Tolle Geschichte. Jetzt haben wir ja 2 Seiten zum Thema, das lässt sich ja wirklich wunderbar schön öffnen. Jetzt ist es aber auch immer so, wenn du mitarbeitest, wird es auch schmutzig. Also was haben wir da? Da gibt es ja auch einige Punkte, wo du auch Wert drauf gelegt hast, zum Thema Reinigung, Pflege durch die Küche. Genau. Wir haben hier die Reinigbarkeit des Geräts nochmal optimiert. Sprich, wenn mir jetzt hier ein Joghurt runterfällt, ich kann einfach hier unten das Blech hochnehmen, putz unten durch den Innenraum durch. Ja. Wunderbar, ich kriege alles sauber. Darf ich nochmal schauen? Genau. Ah ja, guck mal. Das kann man hier so rausnehmen. Das ist ja relativ einfach, dann auch werkzeuglos zu entnehmen und kann wieder eingesetzt werden. Das hintere. Und was ist mit den Blechen dort hinten? Genau. Am hinteren Blech geht es genauso weiter bis oben unter das Dach. Sogar die Seitenständer können hier einfach entnommen werden. Und ich kann überall optimal reinigen. Ich habe unten einen kleinen Auslauf, Abfluss. Da fließen die letzten Reste rein. Wo fließt das letzte Rest denn rein? Ich mache mal gerade kurz zu. Genau. Dann,
Kühlgerät dann unsere Mikros sind so nahe dran, wenn du zur Show hast, dann wird das vielleicht etwas leiser. Ja. Hier unten ist ja, glaube ich, genau, so ein Fach. Ja? Hier unten siehst du, da läuft alles rein, was überbleibt, auch das Kondensat. Okay. Ich kann einfach am Abend, ich brauche den ganzen Tag um das schon kümmern. Das ist aber gut. Abends lege ich es aus. Das hat aber einen guten Vorrat, das wird nicht voll werden. Ne? Also das sind wahrscheinlich nur ein paar Tropfen, so wie es geht. Ja, das wird man gar nicht sehen. Prima. Ja, man sieht also, wir haben jetzt eine ganze Menge gehört über das Thema Multifunktionalität, Einhaltung der Kühlkette, ganz tolle Geschichte, leicht und einfach zu reinigen. In aller Regel ist es ja eine Sichtreinigung, ne? Wenn jetzt nichts, genau, Großartiges runterfällt, wird das einfach mal schön abgewischt vorher, vielleicht mit noch ein bisschen Desinfektionsmittel bearbeitet. Und für den Fall, dass man sagt, okay, wir machen einen festen Turnus, immer einmal im Monat oder einmal die Woche. Woche, das kann ja jedes Haus für sich festlegen, werden alle Bleche rausgenommen, gehen durch die Spülmaschine. Und können dort. Jetzt haben wir hier gesehen, hier sind ja alles eure Normtablets drin, Lukas. Das bietet ja die beste Ausnutzung für diese Schälchen, diese Porzellannorm-Schälchen. Dazu habe ich übrigens mal schon mal ein Webinar veröffentlicht. Porzellannorm in Verbindung mit Euronorm und dem coolen Multimobil ist der Oberhammer. Müsst ihr dann zusammen verbinden, dann sind die richtigen Gewinne da. Jetzt hat aber ein Koch vielleicht die Möglichkeit zu sagen, ich habe hier ein paar großgewinnte Gastronormbehälter. Die kriege ich jetzt hier in die Schiene aber so nicht rein, Gastronormbehälter. Genau, Thomas, du hast recht. In dieser Schiene wird es etwas schwierig. Wir haben das Modell aber auch mit einer anderen Variante. Da sind die Schienen etwas länger und dann kann ich sowohl GN wie auch Gastronorm unterbringen. Das heißt, einfach diese Leitergestelle austauschen, das Gerät, genau, bleibt das gleiche? Einfach beim Händler mit nachfragen, die Option GN wählen und dann kann man auch wunderbar GN-Behälter reinkriegen. Das ist prima. Dann brauchen wir jetzt nicht ein anderes Gerät wählen, sondern sagt, vielleicht habe ich morgen mal den Einsatz mit Gastronorm. In aller Regel bin ich aber hier im Euronorm unterwegs und dann kann ich das schnell und einfach tauschen. Jetzt sind wir beide ja nicht die Größten, wie ihr seht, ja? Aber es gibt ja auch lange Kerls. Jetzt ist das Thema Ergonomie auch immer eine Frage in der Küche. Ergonomie am Arbeitsplatz. Ich glaube, da ist auch was anders geworden gegenüber früher, weil da weiß ich, dass häufig nur so waagerechte Schiebestangen waren, die auf einer Höhe fix waren. Was hast du hierbei bedacht jetzt in dem Falle? Genau, jetzt kann man hier wunderbar mit zwei Händen anfassen. Wie man sieht, bei mir hier unten, bei anderen vielleicht hier oben. Ich kann wunderbar schieben. Ja. Ne? Oder ziehen, je nachdem, oder was ziehen, jetzt gefordert, genau, ist. Genau, je nachdem, wo ich bin. Ja. Dann haben wir unten die Rollen, wie man sieht. Wir haben in dieser Variante zwei Bockrollen, zwei, ja, Lenkrollen. Das heißt, ich sehe schon. Ich kann auch wunderbar gerade Strecken fahren. Ich kann aber auch auf kleinem Raum manövrieren. Wenn ich das Ganze noch optimieren will, dann kann ich einfach Refix-Rollen nehmen. Dann habe ich für kleine Flächen, wenn ich mich dort bewege, vier Lenkrollen. Kann also auf der Stelle drehen. Ja. Mit diesen Griffen habe ich das Gerät. Ja, das ist eine, liebe Zuschauer, das Thema Refix, vielleicht ist das nicht bei Ort so ein Begriff im Kopf. Refix heißt ja dann übersetzt, wenn ich zum Beispiel fahren will, eine längere Strecke und damit er mir nicht aus der Kurve rausrauscht, ist es eine Bockrolle. Und wenn ich, genau, auf der Stelle eng manövrieren will, ich möchte zum Beispiel auf der Stelle drehen können, dann drückt man einfach hier unten auf so einen Fußhebel und dann löst sich diese Verankerung und dann ist es eine Lenkrolle. Eine ganz tolle Geschichte, kostet ein bisschen mehr, bietet aber auch ein bisschen mehr. Das recht auch für die Ergonomie, für die Angestellten, für den Rücken. Ja, das habe ich hier. Ich habe mir übrigens noch ein paar Notizen gemacht. Ich muss aufpassen, dass wir da nichts Wichtiges vergessen. Das ist ja, oft ist es so, dass man da auch Punkte mal übersieht. Aber für euch ist es ganz wichtig, dass wir hier dran denken. Wir haben das Thema Ausnutzung der Stellflächen vorhin nur ganz kurz angerissen. Das heißt, wenn diese Produkte jetzt bei euch in der Küche sind, habt ihr auch wirklich kurze Wege. Das heißt, du gehst ja nicht mehr mit dem Regalwagen vom Vorbereitungsraum zum Kühlhaus und zurück, sondern wie bildet sich das Ganze normalerweise ab in der Küche? Was läuft dort? Ja, ich spare wirklich Zeit und Wege, weil ich kann portionieren, packe es in den Wagen, sobald er voll ist oder ich mit meiner Arbeit fertig bin, laufe ich direkt schon zum Band, stecke es da ein. Ich habe in diesem Gerät, brauche ich auch nur den Platz, den das Gerät für sich einnimmt. Ich muss keine Abstände einhalten oder sonstiges für irgendwelche Ansaugluft für die Kühlung. Ich brauche also nicht erst ins Kühlhaus laufen, wieder rauslaufen und dann nochmal zum Band, sondern ich brauche es nur bestücken, zum Band, fertig. Nächste Arbeit. Liebe Zuschauer, ich denke, dass wir hier heute gehört haben in dieser knappen Viertelstunde, war eine ganze Menge Input, ein paar Highlights zu diesem neu aufgelegten Kohlen-Multimobil. Man kann es mit dem vorigen Gerät eigentlich gar nicht mehr vergleichen. Es ist eine absolute technische Highlight, eine Neuerung. Und da würden wir uns freuen, gerade wir aus dem Bereich der Anwender, der Köche hier mit der weißen Jacke, können euch das wirklich wärmstens ans Herz legen. Gerade jetzt in der warmen Jahreszeit, die ja irgendwann im Jahr immer mal ist, wird man es zu schätzen wissen, in den warmen Räumen dort auch zu portionieren und muss jetzt nicht zum Beispiel eine Klimaanlage noch zusätzlich schaffen oder die Räumlichkeiten kühlen. So geht es halt, kühle deine Peripheriegeräte, portioniere darin, lager darin und gebe aus und schon ist die Kühlkette eingehalten.
ich sage mal auch im Namen des Kamerateams und vom Lukas, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Sehr, sehr gerne, wie gesagt, jetzt noch in letzter Sekunde einen kurzen Kommentar abgeben. Ansonsten würden wir uns sehr, sehr freuen, uns bald mal wiederzusehen, ob es auf einer Messe ist, hier bei uns im Schulungszentrum, auf einer Veranstaltung, auch das Netzwerk Kulinaria. So Gott will, wird das alles auch sehr, sehr bald wieder in gute Bahnen verlaufen, dass wir uns mal wieder in die Augen schauen können. Bis dahin wünsche ich mir, dass ihr auch weiterhin zuschaltet, wenn wir mit neuen Themen auf den Markt kommen, und würde mich sehr freuen, wenn wir uns bald mal wiedersehen. Also dann macht es gut, schöne Grüße an zu Hause, euer Thomas.